erste Frage ist, ob sie Unterkunft bekommen, wo können sie schlafen. Die Frauen mit den kranken Kindern haben Sorge, ob sie Zugang zu den Ärzten bekommen, wann können sie versorgt werden. Und wenn wir erzählen, sie müssen erstmal beim Amt für Wohnen und Migration in eine lange Schlange stehen, um überhaupt Krankenschein zu bekommen, dann sind die erstmal erschüttert. Das können sie nicht mal, also vor allem mit einem Säugling. Deswegen also ist unsere Aufgabe zumindest, erste medizinische Hilfe denen anzubieten. Am Hauptbahnhof gibt es also einige Möglichkeiten. Aber das sind die Fragen, was passiert mit denen, wenn ich dringend eine Hilfe brauche?